Bei der Ferienbetreuung genauso wie in der Schule hier in Bayern. Der Gong, ursprünglich geschlagen von Mönchen in den buddhistischen Klöstern Asiens, sorgt bei Kindern angeblich besonders gut für Ruhe, weil die Schwingungen so beruhigend sind. Auch Erwachsene meditieren gerne zu fernöstlichen Klängen. Hier liegt ein Architekt, da liegt eine Hausfrau, da liegt eine Kosmetikdame und da liegt eine Balletttänzerin. Alle sind dabei und wissen, wie hilfreich für ihr Tagesleben diese Geschichte ist. Ihr habt ja vielleicht da hinten den Buddha gesehen. Das ist so ein kleiner Altar für mich. In der Früh setze ich mich meistens hin und wenn es bis 10 Minuten, eine Viertelstunde ist, zur Meditation. Meditieren vor einer Buddha-Statue im Wohnzimmer. Dazu Buddha-Tee zum Frühstück fürs eigene Wohlbefinden. Ist das jetzt Wellness oder schon Religion? Bettina Hilpert von der Deutschen Buddhistischen Union. Die Übergänge sind fließend. Man kann ja nicht sagen, also hier an der Stelle fängt jemand an und ist ein echter Buddhist und die anderen, die sind jetzt keine echten Buddhisten. Letztendlich ist es was, was man mit sich selber ausmachen muss. Es ist letztlich eine innere, es ist eine ganze Lebenshaltung, die dahinter steht. Allein in Bayern gibt es mehr als 100 buddhistische Zentren. Buddhismus boomt hierzulande, auch als Lifestyle. Innere Ruhe suchen ist in, Achtsamkeit leben genauso. Ganze Seminare werden dazu angeboten. Und natürlich die fleischlose Ernährung ist im Trend. Veganer und Vegetarier berufen sich dabei gerne auf Buddha. Besonders fasziniert die Menschen am Buddhismus aber die Friedfertigkeit, die beispielsweise der Dalai Lama predigt. World peace must come from inner peace. Frieden in der Welt kann nur klappen, wenn die Menschen inneren Frieden haben. Mit Botschaften wie diesen begeistert das geistliche Oberhaupt der Tibeter in Deutschland ganze Fußballstadien. Dass seit den 1960er Jahren zunehmend buddhistische Traditionen in westlichen Ländern immer beliebter werden, hat aber weniger mit dem Buddhismus selbst zu tun, meint Bettina Hilpert von der Deutschen Buddhistischen Union. Das alles seien nur Projektionen, verbunden mit dem Wunsch, eine neue spirituelle Heimat zu finden, fern der Kirche. Was beim Buddhismus außerdem praktisch ist, man muss nicht konvertieren. Es kann gut sein, dass man natürlich, wenn man in einer gewissen Religion aufgewachsen ist, dass man belastet ist im Verhältnis zu dieser Religion. Meine, die Kirche hat ja, wissen wir, die Vergangenheit, dass da viele Leute durch belastet worden sind. Und jetzt kommt sowas wie Buddhismus als relativ neue Religion und da ist halt nichts, was die Leute belastet. Und dann gehen sie da rein und gucken sich das an und können damit einfach sein. Bunte buddhistische Gebetsfahnen aus Tibet flattern daher nicht nur auf Berghütten in den Alpen, sondern auch in Vorgärten und auf Balkonen. Buddha-Figuren stehen nicht selten im Buchregal zu Hause, in Wohnungen, wo Kruzifixe längst abgehängt sind. Was beim Transport von Fernost nach Westen gelegentlich untergeht, ist allerdings die Erkenntnis, dass es sich beim Buddhismus nicht um eine Religion handelt, die auf die Selbstverwirklichung des Einzelnen abzielt, sondern auf die Überwindung des Ichs. Und dass dieser Weg nicht Wellness bedeutet, sondern dass der Pfad der Erleuchtung steinig, mühsam und langwierig ist.